So, hallo liebe Leute, heute ist Sonntag und ja, Vormittag. Wir machen mal wieder einen kleinen Ausflug an unser beliebtestes Ziel und zwar ist es der Granatenhügel. Der Granatenhügel heißt auch Kugelfangwall und ist in Tennenlohe im Seewalder Wald. Und zwar ist es ein ehemaliger Truppenübungsplatz von den Amerikanern. 1994, glaube ich, wurde der übergeben dann zurück an Erlangen. Und seitdem sind dort die Wildpferde ein beliebtes Ausflugsziel. Wir sind jetzt im Skulpturenpark und hier ist eine Skulptur mit einem Hecht. Und da ist der Weiher. Was ist deine Lieblingsskulptur, Franz? Die da unten. Zeig mal. Über die Brücke gegangen und sind jetzt an der ersten Tafel hier im Naturschutzgebiet. Hinweisschild auf die Urwildpferde. Noch Reste aus der militärischen Nutzung zu sehen, was auch immer hier mal stand. Ich bin Franz. Ist es noch rutschig? Sieht so aus. Und jetzt kommt doch das gruseligste Kunstwerk, oder? Schauen wir mal, ob man es schon erkennen kann. Erzengel Michael. Und hergestellt wurde es von Otto Abisser. Weißt du, was mir gerade auffällt, Franz? Was? Dass immer, wenn wir ein kleines Video drehen, es herrliches Wetter hier ist, ne? Oder? Stimmt. Beim letzten Video, beim Schlittenfahren, war es auch schon so schön. Also in Mittelfranken, bei uns ist eigentlich immer Sonne. Und wir gehen jetzt hier zur Rampe. Das ist der Truppenübungsplatz, eben die sogenannte Range 6 heißt die, glaube ich. Ne? Range 6. Leider habe ich mein Bike nicht mitgenommen, dann könnt ihr jetzt ein bisschen fahren. So, hier sieht man jetzt schon den Hügel im Hintergrund. Ja, man kann es wahrscheinlich noch nicht wirklich erkennen. Das ist auf jeden Fall dieser Schießplatz, Range 6. Und hier eben diese Panzerrampen, auf denen die dann in diese Richtung hier hinter geschossen haben. Und deshalb auch der Name für den Wall, Kugelfangwall, um dort halt zu verhindern, dass die Geschosse hinten den Wald in Brand setzen, was sie wohl, bevor der Hügel gebaut wurde, auch gemacht haben. Erstmal hier die Wolle runter. Heute ist es mehr als gut besucht. Findest du? Schau mal, wie viele Menschen heute unterwegs sind hier. Ist ja auch klar bei dem Wetter. Ich sehe schon, auf dem Hügel sind auch jede Menge. Es war ja auch so ein Schienensystem, sind die da gefahren worden. Ne? Das waren da Züge und auf den Zügen drauf waren Zielscheiben. Alles klar, gut, dankeschön. Und die fuhren hier praktisch entlang. Oh, ich habe eine Antenne.
mach dich nicht so schmutzig, Bub. So alt. Und warum hat es so viele Löcher? Kanonenschüsse aus dem Krieg. Puff. Ich war wohl mal woanders. Puff. Ein bisschen woanders. Es waren ja immer so Wegmarkierungen. Und ich war, glaube ich, da unten ein Stück weit und im Krieg. Sollen ja angeblich Fahrzeuge vergraben sein in dem Hügel auch. Schau mal, hier massige Leute und das ist massenhaft. Und eine wunderbare Aussicht hier auf die Burg, hier nach Zündorf rüber. Papa, ich sehe Erlangen. Das ist der Fernsehturm Nürnberg und in der Mitte die Burg. Wenn wir jetzt einen Bagger hätten, könnten wir das doch ausgraben, oder? Ja, was ist denn das eigentlich jetzt? Was hast du gefunden? Zeig's mal. Kann ich mal kurz die Kamera? Zuerst die Plane. Sieht auch ziemlich alt aus, wie sie auch alt ist. Steckt ein altes Kanonenrohr. Jetzt stellst du zu mir. Schaut seine Memoiren und ich. Magst du einen Couscous haben? Sollen wir noch einen kochen? 1,78 im Supermarkt, im Bio-Supermarkt. Einfach nur Wasser rein und fertig die Laube aus, die Laube. Und da ist drin Couscous, Haferflocken, Meersalz, Dinkel und so weiter. Also nur gesund. Anzündpaket, oder? Mit allem, was wir brauchen. So, die Kamera läuft. Ja, hier ist alles drin. Die Bushbox Ultralight. Ja, warte mal. So, da tun wir nämlich dann den Trang hier rein. So, alles und? Dabei. Den legen wir schon mal dahin, dann machen wir hier eine glatte Ebene. Und dann schalten wir wieder ein. So, das war's, ganz wichtig. Dann natürlich den Trangia selbst, dann den rein, ganz wichtig, unterste Stufe, denn dann kann man später den Deckel zum Löschen hier reinschieben und dann funktioniert das Ganze nämlich auch mit dem Kreuz. Und jetzt stellen wir den auf eine gerade Fläche und das war's. Ich müsste jetzt mal dahin, wo du bist. Na, einfach durch den Schlitz oben halt, das ist egal. Was wird es? Geht nicht aus. Ah, du willst zeigen, dass das ein Sturmfeuerzeug ist? Ja. Hey, Franz, na. Papa? Ja? Die muss man einfach da reinstecken und okay. Dann muss man sie anzünden. Eins davon anzünden. Machst du Bambuszunder? Franz? Ah, hier ist der Zunder. Ja, der ist super trocken, ja. Ich glaube, die Süßkartoffel, die schneiden wir heute nicht mehr, Franz, oder? Sehr arbeitslos. Arbeitslos? Du meinst, dass man nicht so viel tun muss dafür? Was wird das, eine Brandbombe? Ja, so eine Zündbombe. Okay. Und was du alles kannst, hast du in der Waldorfschule gelernt? Nee. Nee. Ich soll's davon fertig. Ah, dann wird alles fertig. Würde ich sagen, oder? Ja. Sieht schon so aus. Hm. Sehr
Sitz anstanden. Dann rechts. Ja. Kopfstand? Wieder auf der Decke? Und wieder an, so zurück. Dann den Schluck noch. So sehe ich ganz voll. Ja. Dann sagt ihr mir schon, ob es das Christkind wirklich gibt oder nicht, okay? Nee, das stimmt ja. Aber das ist auf jeden Fall ein Hohlraum. Na, müsste man schon mal mit der Kamera. Und glaubst du, hast schon was drauf? Müsste schon reichen, müssen wir dann daheim angucken. Aber wir können es auch jetzt schon mal checken dann. Zeig mal unsere Kamera-Höhlen-Expeditionskonstruktion nochmal. Wahnsinn. Im Heimweg vom Granatenhügel oder auch Kugelfangwall genannt. Der Franz ist schon wieder auf dem Gletscherfeld hier unterwegs. Wir laufen jetzt die letzten paar Meter noch nach Hause. Und was wolltest du noch sagen? Na, was wollte ich sagen? Schreibt in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Oder? Was noch? Und gebt uns einen Daumen nach oben. Tschüss! Tschüss!